eigentlich völlig ohne das vorher geplant zu haben und auch nicht wirklich, dass ich da irgendwie vorher schon mal gearbeitet hatte oder dass das für mich als Berufsziel feststand. Das war ein Zufall, der mich aber ziemlich tief drin berührt hat. Und zwar ein Künstler, mit dem wir bis jetzt noch zusammenarbeiten, heißt Alexei Meshanov. Ein Skulpteur, Objekte macht er, Installationen. Und wo er oftmals Mobiliar, gefundenes Bildmaterial oder Dinge, die er irgendwo auftreibt, findet, die für ihn schon eine Geschichte haben, mit Stahl umfängt, auflädt, umfasst, zusammenzwingt, zusammenbringt. Und diese psychologische Aufladung ist mir das erste Mal aufgefallen, tatsächlich zufällig in einem Studiobesuch oder auf einer Studioparty von einem anderen Künstler. Und das war auch eher ein privater Zufall, weil meine Freundin damals mit der Freundin dieses anderen Künstlern irgendwie, die waren befreundet, haben gesagt, ja, die machen eine Studioparty, gehen wir mal hin. Und ich bin von Hause aus ein Politologe und hatte auch eher vor, Journalist zu werden. Und dann waren wir eben auf dieser Studioparty und ich hatte den Künstler damals gefragt, sag mal, das ist ein Maler, das ist aber nicht von dir, was da steht. Und er hatte praktisch von Freunden von sich irgendwie da so ein bisschen was aufgebaut oder eben diese zwei Stuhlobjekte von dem Alexei Meshanov irgendwie da zu stehen. Und dann meint er so, ja, nee, das ist von dem Alexei. Und ich sage, das finde ich super irgendwie. Was steckt denn da dahinter? Und dann sagte er, ja, du, ich kann dich vorstellen irgendwie. Und dann bin ich eben mit Alexei ins Gespräch gekommen. Und daraus hat sich erstmal eher so ein gegenseitiges Interesse entwickelt. Und irgendwie ging das dann Schritt für Schritt weiter, dass er mich dann auch Künstlerinnen, Künstlern vorgestellt hat, die irgendwie mit ihm studiert haben. Und dann hat sich das en passant eigentlich erst in einen Projektraum entwickelt, den ich dann irgendwie gemacht habe. Und dann war mir das ziemlich schnell klar, also parallel zu meinem Studium noch in Berlin, wo ich dann auch meine jetzige Geschäftspartnerin, die Silvia Bohnsiebel, kennengelernt habe. Und dann sind wir da eigentlich reingeschlittert, kann man irgendwie nicht anders sagen, aber hatten sofort das Zutrauen, dass es irgendwie funktionieren könnte. Und es ist tatsächlich ein Auslöser gewesen, den ich vorher so nicht für möglich gehalten hätte, dass man eigentlich seinen eingeschlagenen Weg über Bord schmeißt und irgendwie so einer Eingebung folgt. Und ja, jetzt ist es irgendwie 8 Jahre her und funktioniert immer noch. Mein Kollege und ich sind seit 2010 im Grunde mit dem Berufsfeld Galerist vertraut. Damals noch als studentische Hilfskräfte der Galerie 3 Raum für Gegenwartskunst, eine Art Offspace, den wir seit 2013 selbstständig leiten. Bei mir eigentlich eine relativ einfache Frage. Mein Vater hat ja die Galerie vor 40 Jahren gegründet. Und das heißt, dass ich natürlich seit mindestens 35 Jahren zu Hause und in der Galerie, ich bin jetzt 37, da konfrontiert war mit Kunst unterschiedlicher Art. Auch mit der leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit Kunst. Und ja, das war natürlich immer im Hintergrund oder immer um mich herum. Und das war immer etwas, was mich unheimlich interessiert hat. Und die Möglichkeit, in der Galerie mitzuhelfen, also von früh auf gegeben war. Und das habe ich also sehr bald genutzt. Hab natürlich auch dann mir gesagt, bevor ich den Sprung sofort nach der Schule schon in die Galerie mache, da andere Dinge mal auszuprobieren. Weil sobald man dann in der Galerie selbstständig ist, ist es, sage ich mal, ausweglos. Da hat man dann sehr viel zu tun, dann ist man verpflichtet und hat, obwohl es Spaß macht, sich wohl möglichst später nochmal, könnte sich die Frage auftun, ob man nicht anderes hätte machen sollen oder so. Und deswegen habe ich 2-3 Jahre nach der Schule, also während des Studiums, Praktika in anderen Bereichen gemacht, um zu gucken, ob mich das nicht womöglich noch mehr interessieren könnte. Und habe aber relativ bald bemerkt, dass das ein Privileg ist, mit Kunst und Künstlern zu arbeiten. Dass es ein Beruf ist, der besondere Möglichkeiten bietet, der viel Arbeit ist, harte Arbeit ist, aber auch in einer gewissen Weise intellektuelle Belohnung, wenn es richtig gut läuft, auch finanziell sehr lukrativ sein kann. Aber primär ist so, dass dieses Spektrum, sage ich mal, aus wirklich einem spannenden inhaltlichen Beruf, der mich gereizt hat, durchaus auch aus Erwägungen, die ja familiär herrühren, dass ich gerne Zeit mit meinen Eltern verbringe, speziell mit meinem Vater, der jetzt die Galerie ja nach wie vor mit mir zusammenführt. Das ist schon eine große Möglichkeit oder ein großes Privileg, dass man das in der Form, wie man es schon seit 30, 40 Jahren macht, jetzt auch gemeinsam gestalten kann. Und das ist zweifelsfrei die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ja? So bin ich dazu gekommen. Ich bin eigentlich nicht Galerist von Anfang. Ich bin Verleger von Grafiken. Wenn man Verleger ist, dann muss man irgendwann die Sachen, die man verlegt, verkaufen. Und dazu
Das heißt, dass nach einigen Jahren als Verleger ist eine Galerie in Berlin zugekommen. Sondern 1999 haben wir eine Galerie in Berlin geöffnet, als Dependance von unserer Kupferdruckwerkstatt in Kopenhagen. Das war eigentlich aus der Situation in Berlin heraus, die ich erlebt habe, als ich studiert habe. Ich bin Anfang der 90er Jahre nach Berlin gekommen, um dort Kunstgeschichte zu studieren. Und Mitte der 90er Jahre fiel ja auf, dass die zeitgenössische Kunst mehr und mehr präsent wurde. Also man konnte ja eigentlich nirgendwo in eine Bar, in einen Club gehen, wo nicht irgendwie eine Kunstinstallation zu sehen gewesen ist. Überall tauchten Galerien auf. Und so fand ich dann auch im Laufe des Kunstgeschichtsstudiums das auch immer interessanter, mich eigentlich mit zeitgenössischer Kunst auseinanderzusetzen. Und zum Ende des Studiums gab es einfach eine Situation, dass bestimmte Künstler, die ich in der Zeit kennengelernt hatte, auf mich zukamen und sagen, jetzt mach doch mal, du kannst das doch. Weil ich hatte vorher Ausstellungen mit kuratiert, Texte geschrieben, Führungen zur zeitgenössischen Kunst gemacht und so. Und dann ergab sich durch einen glücklichen Zufall über eine befreundete Kuratorin, dass ich auch einen Raum in der Sophienstraße, da wo natürlich damals alle Galerien in Berlin waren, bekommen konnte. Und ja, so haben wir dann am Anfang erst noch zu fünft einen Projektraum dort betrieben. Und so nach 2-3 Jahren, nachdem wir auch im Sinne der Künstler sehr erfolgreich gewesen sind, war dann die Frage, was wird jetzt daraus? Also machen wir mit dem Studium weiter oder Doktorarbeit oder ähnliches? Und zusammen mit dem Stefan Trinks, der eben auch in dieser Anfangskonstellation dabei war, haben wir dann so seit Ende 2003, Anfang 2004 sprechen wir davon, dass es dann tatsächlich eine richtige Galerie mit richtigen Programmen und so weiter gewesen ist. Ja. So bin ich zum Galeristen geworden. Damals wusste ich eigentlich noch gar nicht, worauf ich mich eingelassen habe. Als wir die ersten Rechnungen geschrieben haben, das ist immer so eine lustige Anekdote, wussten wir gar nicht, wie das so alles geht mit der Mehrwertsteuer. Und da war noch ein anderer Steuersatz und solche Dinge. Und kurioserweise muss ich mich heute wieder damit beschäftigen, denn seit 2013 bin ich jetzt Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Galerien. Und da ist natürlich gerade dieses Thema Mehrwertsteuer ganz akut. Ich habe zuerst selber Kunst gemacht, also ich bin sozusagen als Produzentin dazu gekommen, habe einen Ausstellungsraum gegründet, weil ich mehr als nur meine eigenen Arbeiten zeigen wollte. Das war dann einfach so inspirierend und hat so viel Spaß gemacht und war auch sehr, sehr erfolgreich und daraus wurde dann die Galerie Van Hoorn. Also ich habe Kunstgeschichte studiert und bin in eine Galeriefamilie hineingeboren. Bin also seit meiner Geburt eigentlich in der Familie, in der Galerie, weil wir keine Kindermädchen hatten damals, 1930. Und habe dann aber nicht den Wunsch gehabt, Galeriearbeit zu machen, sondern habe Kunstgeschichte studiert und dabei auch christliche Archäologie und klassische Archäologie. Und hatte bereits eine Stelle nach dem Studium am Liebighaus in Frankfurt. Das Liebighaus ist ein wunderbares Museum für antike und mittelalterliche Skulptur. Mein Vater hatte eigentlich die Idee, dass ich in die Galerie sollte. Und er hat sich abgemeldet für 6 Wochen wegen einer Krankheit und gesagt, mach du die Galerie jetzt die 6 Wochen und dann kannst du deinen Job antreten im Liebighaus. Aus den 6 Wochen wurden 50 Jahre. Das ist alles. Super. Und ich bin die Tochter, also praktisch die Enkelin des Galeriegründers und habe auch Kunstgeschichte studiert, bin auch in den Galerienhaushalt reingeboren, habe das auch von Kind auf miterlebt und habe nach meinem Studium ein paar andere Dinge gearbeitet und bin jetzt in der Galerie eingestiegen. Aus verschiedenen Gründen, aber vor allem aus der Begeisterung über die Kunst und aus dem Erfahrungsschatz, den ich über die Familie einfach mitbekommen habe. Bei mir war das eigentlich ein relativ klassischer Weg. Über zunächst ein Kunstgeschichtsstudium in Würzburg und in Köln. Und dann habe ich während des Studiums begonnen, in der Galerie Rolf Rücke zu arbeiten hier in Köln und bin dann dort im Prinzip hängen geblieben, habe dann da als Assistentin lange gearbeitet und dann, nachdem Rolf Rücke seine Galerie aufgegeben hat, die Galerie in Teilen übernommen und darüber eben zu der eigenen Galerie gekommen. Also es ist eigentlich ein ganz klassischer Weg. Also bei mir war das eigentlich ganz einfach. Ich bin mit 20 Jahren aus Süddeutschland nach Dortmund, habe dort mit zwei anderen für die damalige Zeit ein sensationelles Möbelhaus gemacht, wo die ganzen Klassiker von heute damals verkauft wurden, mit ihm, Skuschelow, Dieter Rams, also alle bedeutenden Designer. Und habe dann immer zusammen mit dem Möbel auch Arbeiten von Albers, Uecker, Graupner verkauft. Und ich stellte dann plötzlich fest, dass eigentlich mein Interesse viel mehr am Verkauf der Bilder lag als am Verkauf von dem eigentlichen Produkt. Und habe dann 1965 mit Albers meine Galerie eröffnet.
das reicht. Ja. Gell?